So, ein Jahr lebe im Caddy. Ich lache mich manchmal scheppes über die Influencer, die ihre schniegelnageltolle Minicamper ausbauen bis zum geht nicht mehr. Die sollen mal ein Jahr drin leben. Ja, schon auch bei den Vorhängen. Wie kann man in der neuen Vorhänge hängen? Oh, jetzt zeige ich euch das mal. Wunderbarer Blick, oder? Das ist herrlich. Jetzt zeige ich euch das mal. Meine Vorhänge hängen ja also hinter der Verkleidung. Also hier direkt am Fenster. So, die meisten, die ausbauen, die hängen ihr Leiste hier hin. Die wird hier hingeschraubt. So, jetzt stellt euch das mal vor. Jetzt bin ich mit meinem Finger hier. Jetzt gehe ich mal gerade runter. So. Guckt mal, wie viel Zentimeter der Vorhang hier reinhängt. Und hier hast du dann den Vorhang auf der Matratze liegen. Man sieht es ja, mein Vorhang eckt ja schon an der Matratze. Jetzt lass das Ding mal hier befestigen. Der Vorhang hängt dann hier. Das kitzelt dann an die Füße und es stört. Und du hast einen kleinen Innenraum. Das fehlt dir. Das sind richtig starke Magnete. Ich glaube 50, 60 Kilo, ich weiß es gar nicht. Vielleicht sogar mehr. Und da steckt normale Vorhangstangen, die einfach da in die Hocke reingeklemmt haben. Die rostet ein bisschen, es gibt vielleicht irgendwann mal neue, aber sei es drum. Und das funktioniert richtig gut. Das brauche ich bloß zuziehen. Dann habe ich da zwei Wäscheklemmerl und mache das da zu und fertig. Ja, natürlich drei von den Dinger da. Von den schwer, also von den Magneten, die so gut heben, Magnethake. Und das habe ich noch nicht gemacht. Mit eingehakt, weil das irgendwie noch besser hebt und ich kann da manchmal was nachhängen. Und das Hässliche hier, das habe ich nicht gemacht, weil zwischendrin ist noch ein bisschen Platz und das verdunkelt noch ein bisschen. Naja, nicht gerade die schönste Idee, aber da kommt mir bestimmt noch was. Ich kann ja übrigens hier auch Vorhänge, einfach so Tücher drüber gehängt. Ist toll. Übrigens, ich schaffe ja überall mit den Magneten. Das ist ja der gleiche Hake wie draußen am Vorhang. Und da habe ich immer ganz schnell griffbereit. Das, was man wirklich braucht. Pinzette und ein Nagelfeil. Das brauchst du. Und ein Wäschlumper. Ja, und was vielleicht auch interessant ist, das ganze System. Das zeige ich. Hier sieht man das ganze System. Das sind vom Baumarkt solche Schrauben. Und die kann man mit so Zwischenschrauben zusammenfügen. Also ich kann die Länge variieren, wie ich möchte. Also das geht von da über den Caddy-Bobbel drüber, da habe ich so ein hässliches, da ist so ein Bobbel, aber das ist bloß damit es nicht rausrutscht. So ein Klebe, keine Ahnung. Und das geht bis durch. Und das ist echt cool, ich kann die Länge variieren, wie ich will. Das habe ich jetzt erst dazu gemacht, damit ich das hier hinhängen kann. Dasselbe in grün, das ist einfach bloß eine Schraube, aber da habe ich nur eine. Also eine Länge, ich glaube das ist ein Meter. Und den habe ich einfach da reingelegt und dann ein bisschen fixiert mit einer Schraube auf beide Seiten. Ganz das in der Tasse ist ein Licht. Cool, oder? Also jetzt kommt der Hammer. Manche haben ja da einen Vorhang. Jetzt zeige ich euch das mal. Ein Vorhang an der Stelle, wie unsinnig. Ah, hängt mir der Vorhang, wenn ich ihn hier festmache. Da ist mein Kopfkissen. Hängt man es im Gesicht. Wenn ich da einen Vorhang habe, komme ich nicht mehr an das freie Fach hier. Das ist was du ständig brauchst, weil das sind die tagtäglichen Dinge, die man braucht. Und ich komme nur an den Vordersitz. Ich kann dort keine Wasserflasche abstellen oder manchmal habe ich da auch Lebensmittelstände wie Gemüse, Obst und so, weil das nicht in meinen Kühlschrank passt. So, jetzt hast du da einen Vorhang, der zu ist. Ja, super. Super. Der hängt jetzt, wie geht das im Caddy kurz? Der hängt dir da Hanna im Gesicht rum. Das ist unmöglich. Zum Thema Vorhang. Völlig unpraktikabel, wie viele Dinge auch. Aber da draußen ist gerade ein Katamaran.